Hallo, willkommen zu 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Ja, die Bundestagswahl, sie ist vorbei und jetzt beginnt der Koalitionspoker. Ich will in dem Video ja mal so meine Meinung zum Wahlergebnis sagen und so eine kleine Wahlanalyse machen. Und ihr könnt gerne mal eure Meinung zum Wahlergebnis natürlich gerne in den Kommentarbereich schreiben. Ja, die SPD, sie hat knapp gewonnen. Wie es die Umfragen so vorhergesagt haben, wie ich auch das Ganze so vermutet habe, dass es so kommt. Sie haben gewonnen mit 25,7%, haben rund 5% zugelegt und die CDU kommt auf 24,1%, hat fast 9% verloren gegenüber der letzten Wahl. Da jetzt die Ursachen zu suchen, sie sind schon vielleicht vielfältig, aber meiner Meinung nach der Hauptgrund war der Kandidat von der CDU, Armin Laschet. Ohne Ausstrahlung, ohne Charisma, er kann die Wähler irgendwie nicht so begeistern für sich. Und das ist das Ergebnis. Dazu kommt noch seine so Fehltritte, die er gemacht hat, da bei dieser Flutkatastrophe, wo die Kameras liefen, hat er gelacht oder hier und da auch kam er nicht gut rüber. Das kommt auch noch dazu. Und somit kommt dieses Ergebnis meiner Meinung nach zustande und ich vertrete den Standpunkt, gut, okay, man kann sagen, hätte, wäre, wenn, aber wäre Merz, wäre Söder Kandidat gewesen, die CDU wäre der Wahlsieger. Und so muss man auch ganz klar sagen, die SPD mit 25,7% hat die Wahl gewonnen, ganz klar, aber nicht durch eigene Kraft, nicht durch Olaf Scholz. Nicht durch ihren Wahlkampf, meiner Meinung nach, sondern durch die Schwäche der CDU, was ich eben genannt habe. Dadurch ist die SPD vorne. Also man kann nicht sagen, das ist so meine Sicht der Dinge, dass die SPD ja im Wahlkampf überzeugt hat oder groß gewonnen hat, weil sie viel, viel besser sind. Nein, denn Olaf Scholz hat für mich auch keine Ausstrahlung, auch kein Charisma. Der ganze Wahlkampf der SPD zum Gähnen, genau wie bei der CDU. Und so hat praktisch ja, die SPD deswegen gewonnen, weil die CDU eben noch schwächer war. Das ist so meine Überzeugung zu diesem Wahlergebnis, was jetzt SPD und CDU angeht. Die Grünen kommen auf 14,8%, haben fast 6% zugelegt. Hört sich toll an. Ich sage ganz klar, die Grünen haben sich natürlich mehr erwartet. Sie waren so im Frühjahr, wo Baerbock nominiert wurde, um die 25%. Sie waren vor Wochen noch 21% und sind jetzt unter 15%. Also das ist so für mich der kleine Lichtblick bei dieser Wahl, dass die Grünen doch so in Anführungsstriche abgestürzt sind. Ja, sie haben zugelegt gegenüber letzten Wahl, brauchen wir nicht drüber reden, aber man muss sehen, die Ansprüche, die sich da um die Grünen herum in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben, die sind in sich zusammengefallen. Und da einen großen Anteil an diesem Absturz doch noch auf den letzten Metern trägt die Kandidatin Annalena Baerbock und auch, denke ich mal, entscheidend ist, weil die Grünen so in den Medien waren und Baerbock Kanzlerkandidatin und die Grünen hatten mal über 20%, da haben die Leute doch schon mal hingeschaut. Was bieten uns die Grünen an? Was wollen die Grünen? Wie sieht deren Programm aus? Und da haben sich doch einige wahrscheinlich doch abgewendet und haben sich gesagt, nee, also Baerbock als Kanzlerin, auch so im Ausland, zum Beispiel bei Putin oder in Amerika. Nee, das können wir uns nicht vorstellen. Und dann das Programm angeschaut. Was wollen die Grünen? Das einschränken, da beschränken, das verbieten, das und das. Nee, so wollen wir es auch nicht. Und so sind dann ein Großteil dieser Wähler, die noch für die Grünen vor einigen Wochen, Monaten waren, zur SPD gegangen, weil die SPD zum gleichen Zeitpunkt, wo die Grünen so stark waren, war die SPD so schwach. 15, 16%, vielleicht mal 18, aber nicht über 20. Und so sind ein Großteil der Wähler, die noch so in Umfragen lange Zeit für Grün waren,
am entscheidenden Wahltag eben zur SPD gegangen, weil sie sich gesagt haben, ja, der ein oder andere, ich ordne mich so links ein, aber die Grünen mit Frau Baerbock, nein, das möchte ich dann doch nicht, gehe ich zur SPD. Das ist so mein Eindruck, dass ein Großteil dieser Wähler sich so verschoben haben. Okay, dann mag von den CDU noch zur SPD welche gegangen sein und von der Partei zu der, aber doch so der Großteil ist dann doch wieder von Grün eben zur SPD gewechselt. Und so kommt eben dieses Ergebnis zustande, dass die Grünen nicht mal 15% haben, was mich natürlich freut. Eine ja nicht zu starken grüne Partei, das ist doch ganz gut, so für mich als Konservativer zu sehen, dass für die Grünen eben die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen mit ihren Forderungen nach diesem Verbot, nach dieser Einschränkung und so weiter. Okay, sie werden jetzt, da komme ich gleich zu den Koalitionsgeschichten, sie werden entscheidend da mitspielen, aber sie sind nicht die große Kraft geworden, wie es vor einigen Wochen aussah. FDP 11,5%, knapp 1% zugelegt. Da muss man sagen, da war mehr drin. Da war mehr drin, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die FDP nicht mehr von der Schwäche der CDU profitieren konnte. Da war schlichtweg mehr drin. Die CDU hat fast 9% verloren und die FDP gewinnt gleichzeitig nur 1% dazu. Da passt was nicht. Also von diesen Verlusten der CDU hätte die FDP sich deutlich mehr holen müssen. Also so fast auf Höhe der Grünen, so 14%, das hätte ich der FDP dann doch zugetraut. Das hätte deren Anspruch sein müssen. Klar, die freuen sich jetzt, okay, über 11%, 11,5% ist gut, keine Frage. Aber man muss hier sagen, es war mehr drin. Woran es das gelegen hat, dass die FDP dann nicht doch so Wähler von der CDU zu sich ziehen konnte, die Wahlanalysen, sage ich mal, der Parteien werden es dann zeigen. Da habe ich jetzt nicht den Einblick. Aber es war mehr drin. So will ich dazu mal kommentieren. Zum Ergebnis der FDP. Aber auf jeden Fall komme ich gleich zu. FDP wird eine wichtige Rolle spielen. Ganz klar. AfD 10,3%. Verlust von über 2%. Also 2,3% verloren. Ja, auch sie konnten nicht von der Schwäche der CDU profitieren. Sie konnten sich da keine Wähler für sich gewinnen. Bei der AfD ist viel hausgemacht. Bei der AfD sind immer noch Personen im Vordergrund, im Gespräch, an der Spitze so der Partei unterwegs, wo sich viele Menschen sagen, ja, okay, AfD vertreten bürgerlich-konservative Politik, aber ich kann sie nicht wählen, weil da diese Äußerung kommt, weil dort der ist, die Person ist, weil dort dies und das gesagt wird. Die AfD hat ihre hausgemachten Probleme noch. Sie ist eine konservativ-bürgerliche Partei, das kann man natürlich so sagen, wenn man sich das Parteiprogramm anguckt. Vieles von dem, was da drin steht, das war bei der CDU vor 20 Jahren auch im Parteiprogramm. Also im Großen und Ganzen kann man es als konservativ-bürgerlich sehen. Aber sie hat eben immer noch Auswüchse drin, die viele konservative Wähler eben abschrecken. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn die AfD da nicht dran geht, wenn die AfD nicht ein klares, weiterhin konservativ-bürgerliches Bild behält, aber andererseits ganz klar sagt, diese Äußerungen und das und jenes ist bei uns nicht gesehen, sonst, sag ich mal, müssen diese Personen die Partei verlassen. Wenn da einfach mal auch so von den Äußerungen der Partei nach außen hin alles mal ein bisschen gedämpfter vonstatten geht, dann denke ich mal, ist bei der nächsten Bundestagswahl die Möglichkeit der Einstelligkeit in den Prozenten durchaus gegeben. Sage ich ganz ehrlich, also wenn sich da nichts tut, was eben dafür sorgt, dass viele konservative Wähler immer noch sagen, nein, AfD wähle ich nicht, weil eben mir das alles zu radikal erscheint, was dort geäußert wird, was dort gesagt wird. Wenn da sich nichts tut, dann wird die AfD bei der nächsten Wahl tiefer sein. Ich habe es ja vor einigen Monaten schon gesagt, dass ich nicht erwarte, dass die AfD ihr Ergebnis von vor 4 Jahren erreicht. Und so ist es auch gekommen, das hatte ich schon vor Monaten gesagt. Und ich sage auch jetzt, wenn sich da nichts ändert im Auftreten und auch da, was die Personen angeht im Vordergrund,
dann ist die Einstelligkeit in 4 Jahren wohl, ja, Programm. Ne? So ist mein Eindruck. Da ist auch mehr drin, wenn die Partei ganz einfach sich ein bisschen mal, ja, in sich geht und an sich arbeiten würde. So ist sie eben für viele konservative, bürgerlich-liberale Wähler nicht wählbar. Die Linke 4,9%, eigentlich draußen, aber dank 3 Direktmandaten, ich glaube 2 in Berlin, 1 in Leipzig, sind sie reingekommen. Sie haben 4,3% verloren und das tut mir als Konservativer gut, dass diese Partei richtig einen draufgekriegt hat. Die Ex-SED-Partei, die Partei der Enteignungen, die Partei des Sozialismus, des Kommunismus vor dem Herrn. Dass diese Partei hier in Deutschland absolut nichts mehr zu sagen hat, nicht mal 5% hat, nur dank Direktmandaten jetzt drin ist, das tut gut. Also das freut mich. Ich habe noch vor meinem letzten Video vor ein paar Tagen gesagt, wo die Linken in Umfragen bei 6% waren, na, es wäre doch schön, wenn die Linke noch Richtung 5% geht. Könnt ihr euch erinnern? So ist es gekommen und das freut mich, das hat mich wirklich gefreut, dass die Linke diese wirklich für mich als liberal, bürgerlich, konservativer Mensch schlimme Partei, diese radikale linke Partei, dass die mit ihren Enteignungsfantasien, mit ihrem Sozialismus, Kommunismus, den sie hier verankern wollen, dass diese Partei eins drauf bekommen hat. Herrlich, wunderbar. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Linke hat viele Wähler eben auch an die SPD verloren, wie eben auch die Grünen. Das kann man durchaus so sagen. Und ja, 4,9% die Linke, wunderbar. Also ich sage mal, die Linke, das Ergebnis, das erfreut mich nach dieser Wahl. Und dass die Grünen nicht mal 15% erreicht haben, nachdem sie lange, lange Zeit um die 20% waren, auch das freut mich. Das muss ich ganz klar so äußern, so als Konservativer, dass dies so gekommen ist. Vor allem die Linke, diese Ex-SED-Partei, ganz schlimm, dass die mal fast 10% hatte bei der letzten Wahl. Jetzt, wie gesagt, bei nicht mal 5%. Gerne eure Meinung in den Kommentarbereich, wie ihr das seht. Ja, und dann haben wir noch die Sonstigen. Und die Sonstigen mit 8,6% haben zugelegt 3,5% gegenüber letzten Mal. Die Freien Wähler, sie haben es, wie ich es gesagt habe, leider nicht geschafft. Es war abzusehen. Ich glaube, so um die 2,5% sogar nur haben sie bekommen. Das ist schade. Es ist vielleicht mal so ein Grundstein und jetzt vielleicht mal 4 Jahre gute außerparlamentarische Arbeit machen, dass sie mehr in den Blickpunkt der Leute kommen. Und dann sind vielleicht 5% in 4 Jahren drin. Schauen wir mal. Ein Grundstein ist gelegt. Hab mir mehr erwartet von den Freien Wählern. Es hat halt diesmal nicht sollen sein. Aber, dass die sonstigen 3,5% zugelegt haben, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, 8,6% sind Millionen von Wählern. Wie es genau ist, wie viel das jetzt sind, weiß ich nicht. Wer es weiß, bitte im Kommentarbereich. Aber es sind mehrere Millionen mit 8,6%. Mehrere Millionen Menschen wählen eine Partei, wo sie eigentlich von vornherein wissen, die schafft nicht den Einzug in den Bundestag. Das wird nichts. Aber sie wählen diese Parteien trotzdem. Tierschutzpartei, die Basis, Volt, was es da alles gibt. Oder die Partei und wie sie alle heißen. Wird trotzdem gewählt. Und da sollten sich die anderen Parteien im Bundestag mal Gedanken machen, warum Millionen Menschen eine Partei wählen, wo sie von vornherein wissen, das wird sowieso nichts, aber ich stehe zu dieser Partei, weil ich keine dieser anderen etablierten 6 Parteien, die im Bundestag sind, wählen kann. Da sollten die sich mal Gedanken machen, warum die sonstigen von Wahl zu Wahl zulegen. Und wenn das so weitergeht, in 4 Jahren sind die sonstigen bei über 10%. Das kann durchaus passieren, weil immer mehr Menschen eben ihre Stimme abgeben wollen, aber eben keine der 6 Parteien im Bundestag wählen können, weil eben die Politik, die dort gemacht wird, sie nicht überzeugt. Und dann gehen sie eben zu diesen Kleinstparteien. Ne? Also da ist so mein Appell oder wie auch immer dazu, dass die Parteien sich das mal anschauen sollten und nicht einfach abtun oder die Medien einfach abtun. Ah ja, die sonstigen, die Kleinstparteien, der hat 0,5, der hat 1,5, die haben vielleicht ein bisschen über 2%. Naja, na, mal Gedanken machen, warum das so ist. Ne? Warum andere Parteien die Kleinen eben zulegen, obwohl die Wähler wissen, im Endeffekt bringt es nichts. Ne? Eben mal
an diese Millionen von Menschen mal denken, an diese Bürger, an diese Wahlbürger und die nicht einfach dann so stehen lassen, ist meine Meinung. Ne? Und vielleicht die Freien Wähler, vielleicht sind sie in 4 Jahren ja von den sonstigen draußen, wenn sie über 5% haben. Es wäre schön, eine weitere konservativ-liberale Partei dann im Bundestag und die Linken vielleicht dann ganz draußen. Na, was Schöneres gäbe es ja nicht, aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Werfen wir noch einen Blick auf die Koalitionsgeschichten. Bevor ich dazu komme, will ich nicht unterschlagen, dass auch der Südschleswige Wählerverband aus Schleswig-Holstein 0,1% hat. Und klärt mich bitte auf, ich weiß es nicht genau, es gibt so eine Regelung, dass sie eine gewisse Anzahl von Stimmen haben müssen. Und dann ist, glaube ich, so, dass eine Person dieser dänischen Minderheit, glaube ich, ist das in Schleswig-Holstein, dass die in den Bundestag einziehen können. Und das ist diesmal der Fall. Sie haben eine bestimmte Prozentzahl erreicht. Ich weiß nicht, Stimmenzahl, wie das genau vonstatten geht. Ich kenne mich da nicht aus. Aber mit einer Person sind sie eben im Bundestag nun vertreten, der Südschleswige Wählerverband. Das wollen wir nicht unterschlagen. So, kommen wir mal zu den... noch was muss ich jetzt dazu sagen, bevor ich zu den Koalitionsverhandlungen komme. Meine übliche Zusammenfassung von CDU, CSU, FDP und AfD, diese konservativ-bürgerlich-liberalen Parteien, kommen auf 45,9. Und die SPD, Grünen und die Linke kommen auf 45,4. Und das mache ich immer gerne, diese Zusammenfassung, auch wenn es da so eine Koalition nicht gibt, jetzt mit der AfD oder so. Aber ich fasse die immer gerne zusammen, weil das ein Spiegelbild für unsere Gesellschaft ist. Unsere Gesellschaft ist pari pari, 50-50. In konservativ, bürgerlich, liberale Menschen, in sozialistisch, kommunistisch, grün, linke Menschen. Also so ausgeglichen war es lange nicht. Diese sozialistisch-kommunistische Block, der war ja so kurz vor der Wahl 3% vorne. Aber jetzt haben wir 45,9, der konservative Block, liberale Block, und 45,4, die Sozis, die Grünen und die Linken. So ausgeglichen, das zeigt genau auch den Zustand hier im Land. Ich spreche nicht von gespaltener Gesellschaft, ich spreche von einer Gesellschaft mit komplett konträren Ansichten und das ist komplett ausgeglichen. Das finde ich hochinteressant. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier in Deutschland, das merkt man auch so, wenn man mit Bekannten oder Freunden spricht oder mit irgendjemand Fremden ins Gespräch kommt, man merkt richtig, so richtig ausgeglichen. Also man muss es wirklich so sagen, dass es so eine ausgeglichene Gesellschaft, das hat Positives, finde ich. Für eine Demokratie ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir so eine ausgeglichene Gesellschaft von den verschiedenen Lagern haben, muss man ganz klar sagen. Und es zeigt auch, dass eben kein politischer Block sich so richtig durchsetzen kann bei den Bürgern. Ne? Also ich finde das hochinteressant, dass das so ausgeglichen ist. Gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Okay, jetzt aber kurz zu den Koalitionsgeschichten. Für mich gibt es Folgendes, ganz kurz gesagt. 2 Möglichkeiten und eine dritte eventuelle. Die eine ist die Ampelkoalition, SPD, Grüne, FDP und die andere ist Jamaika, CDU, Grüne, FDP. Das sind die Favoriten. Daraus wird es wohl eine Koalition geben. Dazu sage ich gleich nochmal was. Geht das schief, so wie letztes Mal, dass da irgendwas schief geht, wird es wahrscheinlich eine große Koalition zur Not geben mit Scholz als Kanzler. Das ist aber für mich sehr, sehr unwahrscheinlich diesmal. Ich rechne fest damit, dass eine Koalition kommt, Ampel oder Jamaika-Koalition. Und ich sage ganz ehrlich, ich sitze hier als konservativ-bürgerlich-liberaler Mensch. Ich schaue mir das Ergebnis an. Ich bin politisch interessiert, bin politisch offen und versuche es neutral auch rüberzubringen. Ich sehe, die CDU verliert fast 9%. Ich sehe, die SPD gewinnt über 5%. Ich sehe, die SPD liegt über 1% vor der CDU. Dann sage ich ganz klar, dass es die politische Anstand, die Neutralität gebietet, dass Scholz seine Regierung machen kann, dass Scholz die Ampel machen soll. Sage ich hier als konservativ, liberal, bürgerlicher Mensch. Weil es ist ein Geschmäckle dabei, wenn wir hier eine Jamaika kriegen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich setze die Chancen 60% Ampelkoalition, 40% Jamaika. So will ich mich mal festlegen.
Und ich sage es ganz ehrlich, also wenn es knapper wäre, wenn die CDU ganz wenig verloren hätte, wenn die SPD ganz wenig gewonnen hätte, wenn es noch knapper wäre, okay, aber wir haben hier eine abgestürzte CDU mit einem historischen schlechten Wahlergebnis. Und dann wird der Anspruch erhoben, die Regierung zu bilden. Da komme ich nicht so mit. Gerne mal eure Meinung dazu. Vielleicht ist es kontrovers. Ich bin da absolut fair und offen und sage, okay, da habe ich ja in einem anderen Video schon gesagt, ich bin Demokrat, ich erkenne es an, wenn eine andere Partei stärker ist und wenn die dann eine Regierung bildet. Dann gucke ich mir das 4 Jahre an und kommentiere das und kritisiere das. Absolut. Aber ich bin ein Mensch, ein Realist, ein Demokrat, ein neutraler Mensch in dieser Hinsicht, ein fairer Mensch. Und der Anstand gebietet es hier meiner Meinung nach, dass es eine Ampelkoalition geben sollte. Natürlich, für mich als konservativ, liberal, bürgerlicher Mensch, nee, will ich eigentlich nicht. Aber Leute, man muss auch mal ein bisschen realistisch und mal ein bisschen fair auf sowas schauen. Die Bürger haben entschieden, ne? So ist meine Meinung. Okay, wenn Jamaika kommt, dann sag ich natürlich nicht nein. Als Konservativer sage ich ganz klar, ich hätte es nicht gemacht, würde ich dann sagen. Aber okay, wenn CDU, Grüne und FDP das machen wollen, bitteschön. Dann stellt euch auch in den Gegenwind, den ihr bekommen werdet von vielen Seiten für das Verhalten. Und macht gute Politik, um dann diese Regierungsbildung zu rechtfertigen. Okay. Aber so würde ich sagen, 60% zu 40, Ampelkoalition, Olaf Scholz Kanzler. Mit FDP und Grünen, mit allen schlechten Auswirkungen, so für mich als konservativ-liberaler Mensch, was man da zu erwarten hat. Meine Hoffnung eben, dass Lindner wirklich feststeht und zu seinen Prinzipien steht und wirklich das Schlimmste dann verhindert in so einer Koalition. Ich habe da so meine Zweifel, habe ich in vielen Videos schon gesagt. Aber da die Grünen ja doch nicht so stark sind, naja, können die auch vielleicht nicht so viele Ansprüche stellen, dann mal abwarten. Wäre es vielleicht dann nicht ganz so schlimm. Aber natürlich, Jamaika ist so für einen Menschen wie mich natürlich angenehmer als eine Ampelkoalition. Aber ich schaue mir das Wahlergebnis an. Ich bin Demokrat. Ich akzeptiere die Niederlage, die hier augenscheinlich mit einem historisch schlechten Wahlergebnis für die CDU kam. Und die FDP, okay, hat leicht zugelegt. Und würde ich sagen, Ampelkoalition, ne? Obwohl es mir halt schwer über die Lippen kommt, ne? Ich bin nicht böse für Jamaika, aber dann müssen Sie mit dem Gegenwind rechnen von allen Seiten und dann müssen Sie diese Entscheidung mit sehr guter Politik auch rechtfertigen. Ne? Genau, wie eine Ampelkoalition natürlich die Entscheidung rechtfertigen muss, dass das gemacht wird. Ich bin gespannt, was da passiert in den nächsten Tagen und ich sage lieber mal in den nächsten Wochen, bin ich wirklich gespannt. Gerne eure Meinung zum Wahlergebnis, zu den Koalitionsaussichten. Zu einzelnen Parteien, was immer ihr auch schreiben wollt, in den Kommentarbereich würde ich mir sehr gerne durchlesen. Das ist so meine erste, sage ich mal, schnelle, kurze Wahlanalyse, so nach der Wahl direkt, so die ersten Gedanken, die ich dazu habe. Und es ist im Endeffekt so gekommen, wie ich gesagt habe, dass die SPD wohl doch gewinnen wird, wenn auch knapper, was die Umfragen sagen. So ist es ja auch gekommen. Die Linke, wie ich auch gesagt habe, würde ich mir gerne bei 5% wünschen. So ist es auch gekommen. Im Endeffekt, und dass die Grünen dann doch noch ein bisschen schwächer geworden sind, als was ich gedacht hätte in dem Fall, freut mich auch. Genau wie die Linke, dass sie so abgestürzt sind. Das sind so die zwei ja, Lichtblicke für mich. Ansonsten schauen wir, was die nächsten Wochen bringen mit den Koalitionsgeschichten. Bestimmt hier und da dann immer mal so ein Video von mir dazu. Okay, das soll es gewesen sein, Freunde. Bis die Tage. Macht's gut und tschüss.